Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Yonder. Wir sind immer noch dabei, hier die Gegend zu erkunden. Und natürlich unsere Aufgaben hier zu lösen. Was nicht immer so ganz einfach ist. Ich bin immer noch auf der Suche nach den Nordrosen. Hab sie leider noch nicht wirklich gefunden. Aber währenddessen erkunden wir halt einfach hier alles und nehmen mit, was mitzunehmen geht. Einmal Leder. Einen Angestellten haben wir inzwischen am Hof. Oh, es regnet. Ach, da hinten ist das Furzmoor. Okay, hier sind wir. Leider haben wir immer noch nicht die Blumen gefunden, die wir da pflanzen können. Und uns fehlen noch drei Geister. Upsa, mitnehmen. Die wir auch noch brauchen, um die Verderben oder die Düsternis hier irgendwie wegzukriegen. Oh, da ist noch eine Kiste. Und da ich mich hier mit Vorliebe auch immer wieder verlaufe oder immer wieder an die gleichen Stellen ablaufe, achso, das ist gar kein Stein. Sorry. Ich habe das Tierchen für einen Stein gehalten. So. Da gibt es noch Futter. Nehmen wir mal mit. Wollen wir das bestimmt noch brauchen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Hopp. Ein Fass. Da haben wir immerhin Zwirn. Noch ein Fass. Nehmen wir natürlich auch gleich mit. Sammeln aber gerade erstmal hier das Futter ein. Ah ne, kein Fass, sondern eine Kiste. So, da ist das Furzmoor. Ja, wir wissen immer noch nicht. Was ist das da? 0% von dem Violetten. Was ist das Violette? Das ist hier. Ah, ich hör's. Es ist die Düsternis. Ja, es ist die Düsternis. Okay, wir brauchen noch mehr Geister. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir die finden. So, was haben wir denn noch? Da ist noch ein Ausrufezeichen. Das ist aber, glaube ich, das Furzmoor, ne? Und da sind halt die... Wo es da war, weiß ich auch noch nicht. Das sind Händler. Feuerwindtal. Was ist denn da?
Händler, unbekannt. Düsternis. Ah, okay. Furzmoorsumpf. Gerberei. Stein der Weisheit. Ah, das ist der im Berg. Okay, den müssen wir noch machen. Was das ist, erschließt sich mir nicht. Da ist ein Händler und bringe die Gegenstände zum Mini. Das ist der Goldsee. Da ist auch nochmal sowas. Südfeldhof. Okay, das ist unser. Dann laufen wir doch mal hier hin, oder? Irgendwie so. Wie kommen wir denn da hoch? Und das ist hier noch die große Frage. Wie kommen wir da hoch? Dum, 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 dum. Da vielleicht. Grüß Gott. Huh. Bergkatzen sind nachtaktiv. Man kann sie in Frühlings- und Sommernächten beobachten. Danke für den Hinweis. Ah, zwei Kisten. Plöpp. Plöpp. Ist das die richtige Richtung hier? Sieht generell schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Ja, Richtung passt. Mitnehmen sollte ich's, danke. Und natürlich hier die Kisten. So. Was hat er? Hast du den nicht mitgenommen? Ich weiß es gerade gar nicht, ob man zu viel Steine sammeln kann. Oder zu wie viel wir da noch brauchen werden. Ist die Richtung richtig? Nicht wirklich. Außer wir kommen darüber dann dahin, ne? Auf jeden Fall gibt es hier was zum Abstauben. Abstauben ist wichtig, abstauben ist richtig. Ah doch, hier sind wir gut. So. Irgendwas gibt's hier. Hä? Nee, tut's nicht. Wir müssen da weiter rüber. Aber die Pflanzen, da nehmen wir natürlich noch mit. Einmal. Oh. Meeresshampoo. Das Meeresshampoo könnten wir mal nutzen. Damit färbt man das Haare wie Wasser. So, haben wir uns mal die Haare gefärbt. Jetzt sind wir blau. Dum, 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 dum. Also an Material mangelt es uns noch nicht. Aber wir haben auch noch nicht wirklich angefangen, was
zu Kräften und so. So, jetzt sind wir richtig. Erstmal einsammeln. Was geht? So, dann schauen wir mal, was das ist. Okay. Es ist etwas, aber ich weiß nicht was. Und ich kenne seine Funktion nicht. Aber die kommt vielleicht auch erst noch. Oh. Da klopfen wir uns natürlich mal durch. Ah, noch was zu mitnehmen. So. Hier versteckt sich ein Händler. Ich muss erstmal hier die Kisten. Und dann. So. Jetzt können wir handeln. Ich habe alles kaputtgeschlagen. Dünger bietet er. Kosten 3, okay. Jetzt haben wir Dünger. Ich weiß noch nicht, für was wir den brauchen, aber was gibt es denn hier für Fische? Hier kann man ja angeln. Probieren wir mal unser Glück. Dass wieder die gleichen sind. Oh. Auf jeden Fall was Größeres. Ein Nacklefisch, sehr schön. Da brauchen wir noch ein paar von. Hallo, beißt du an? War ja natürlich klar, von den drei großen Fischen und dem einen kleinen, der da war, beißt der kleine an. Ich hätte gern einen der großen. Da ist einer. Jetzt auch noch dunkel. Noch ein Nacklefisch, sehr schön. Fange mal noch ein. Ah ja. Wir sind schon mal zumindest gut zu erkennen, die Fische. Auch bei Dunkelheit. Er macht es einem nicht so ganz einfach. Halleluja, noch einer. So, fangen wir noch einen.
Wir brauchen ja noch ein paar. Ein Dipfisch, genau. So, reicht erstmal. Gehen wir wieder nach Hause. Oh. Es ist ein Portal. Das ist gut. Da ist der Strand. Da hinten ist Party. So sieht das zumindest aus. Blumenschweinchen? Ja, wie süß sind denn die? Oh, wie knuffig. Können wir aber gerade nicht gebrauchen. Weil ich will jetzt erstmal gucken, was hier ist. Da ist hier. Ach, hier wäre der Eingang gewesen. Hätten wir auch nehmen können. Hallo du. Fischlein, Fischlein klein, magst nicht an meinem Haken sein. Bist du dick oder schmal? Wenn du am Haken hängst, ist's egal. Bist du wegen dem Angelwettbewerb hier? Um zu gewinnen, musst du mehr Fische fangen als alle anderen. Nein. Machen wir heute nicht. Machen wir ein andermal. Da steht noch jemand rum. Aha. Kari, die haben wir doch schon mal gefunden. Sommerblaue findest du im Schatten der Bäume. Seltsamerweise findet man sie im Frühling ebenso wie im Sommer. Da ist der Hafen. Da geht's zu einem Frage. Zählt das noch zum Angelwettbewerb? Ja. Butterbärenblume. Okay, wir haben eine neue Blume gefunden. Und hier ist auch wieder so ein Portal. Wie kommt man denn dahin? Ah, das ist wieder so ein Blumenschweinchen. Okay. Müssen wir uns auch mal eins irgendwann einpacken und mitnehmen. Die sehen ja schon nett aus. Ja, hier ist der Wettbewerb. Da ist noch mal eine Blume. Ein guter Platz für eine Steinbrücke. Crestfallküste. Okay, wir brauchen Steine, einen Steinbogen und eine Steinsäule. Okay. Steinbogen, Steinsäule. Die Frage ist, wo kriege ich das her? Das muss ich doch bestimmt bauen. Da kann ich pflanzen. Ein Baum gepflanzt. Hm.
Was könnte man denn bauen? Ne, das sind alles Dinge, die wir haben, ne? Bergkatze, gescheckte Katze. So. Brauerin, Reisende. Achso, wir brauchen die Rezepte, ne? Gekochter Fisch. Sehr schön. Ich glaube, der ernährt wahrscheinlich deutlich besser. Warme Milch. Kohle brauchen wir dafür. Haben wir gerade keine mehr. Zwirn. Zwirn können wir aus Futter machen. Ich hätte den Fisch wahrscheinlich kochen sollen, bevor ich ihm den... Fleisch. Fleisch haben wir keins. Köchin. Haben wir auch nichts. Schreiner haben wir nichts. Konstrukteurin haben wir nichts. Bastlerin. Brauerin, Schneiderin, Meisterin. Das ist jetzt noch die Frage. Wie komme ich denn an... entsprechendes Wissen. Drei Fische haben wir schon entdeckt, drei Geister. Grasfuchs, Groffle, Fabbit. Fabbit heißen die, genau. Kleines sprunghaftes Tier, so süß. Und das Blumenschwein. Ein Schwein, auf dessen Rücken Blumen wachsen. Okay. Ja, aber da die Zeit jetzt rum ist, sage ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann versuchen, mal diese Steinbrücke zu bauen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.